Hallo, da sind wir wieder. Wie versprochen, immer noch im Korallenriff. Wir sammeln noch jede Menge Fische. Ich habe jetzt mal ein paar Eimer geholt. Und Schildkrötenhallen. Ja. Was schmeißt der denn da weg? Und die Korallen. Und wir gehen jetzt auf Fischfang. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo Puni ist. Weil die hat ganz viele Fische gefunden. Ja, nee, nicht wirklich ganz viele Fische, aber ich habe zwei verschiedene jetzt wieder gefunden. Und ich habe die auch übrigens eingefangen, also brauchst du eigentlich nicht hierher kommen. Ja, wir fangen ruhig ein paar mehr. Muss nicht nur ja, von jedem einen sein. Ja, ich will die erstmal wegbringen. Oh, da sind auch noch welche. Was sind das? Ah, das sind Kugelfische, oder? Nee. Na, komm doch. Was ist das denn? Was war das? Ah, ist das denn warm? Das sind jetzt schon 4 Fische. Alter, sind die schnell. Ja, gell? Das ist voll krass. Ha! Ich hab einen. Na komm. Ja, yeah, noch ein. Wunderbar. Und noch ein. Okay, dann noch 1, 2, 3. Alter. 3 Fische. Was ist das denn hier eigentlich für ein Tempelgeschisse hier, hm? Frag ich mich auch schon die ganze Zeit. Du hast mich gefunden? Nee, ich hab den Fisch gefunden. Ah. Wo sind die denn jetzt hingeschwommen? Fischis! Oh. Yay! Schon wieder gefahren! Das ist mein Ding, ey! Außer, dass ich die ganze Zeit fast sterbe, weil ich unter Wasser keine Luft kriege, aber... Ja, dann geh doch mal den Schildkröten-Ding holen. Ja, ich bin ja dabei. Hier schwimmen auch Delfine rum, ne? Ah nein, das warst du. Oh, ups. Ich dachte, das wäre ein Delfin. Na, Delfine gibt es hier nicht so viele. Ja, so. Das war Mama. Okay, gibt's Kugelfische? Kugelfische sind lustig. Aber die sind machen Autsch. Cool wär's, wenn es so Anglerfische gäbe hier. Ja. Noch mehr Fische. Hallo, meine Lieben. Sieht so hässlich aus. Ich will direkt von mir weg. Yeah! Das ist mein Ding, ey! Ja, ich brauche aber langsam Eimer. Also es ist... Boah, es sieht richtig schön aus und das gefällt mir richtig gut. So mit den ganzen Korallen und so, ist richtig schön. Ja, gell? Ich finde keine Fische. Ja, wer sucht, der findet.
Das Korallenriff ist riesig. Ist riesig, ja, es ist voll schön. Und das ist eine mega Schlucht hier. Ja. Korallenriffs sind, stehen unter Naturschutz. Also Koralle an sich darf man nicht mitnehmen oder abmachen. Ja, weil das Biom vom Korallenriff ist sehr empfindlich. Wenn dann irgendwas nicht stimmt, dann sterben alle Korallen ab, ne? Und das sind Lebewesen. Also das sind nicht so einfach nur Steine, sondern die Korallen leben ja. Ich dachte immer, Korallen sind Pflanzen. Hm? Ich dachte immer, Korallen sind Pflanzen. Nein, das sind Lebewesen. Hier sind total viele Tintenfische. Also jetzt so am Schiff hätte ich jetzt eher gedacht, dass hier ein paar Fische rumschwimmen, ne? Oh. Fische sind frech. Ah, ich glaube, da habe ich was gefunden. Was seid ihr denn für welche? Ach was. Oh Gott, sind die süß. Welche denn? Weil ich habe schon große rote, kleine graue, grüne kleine graue. Die waren, ach, so kleine, waren so blau-türkis. Ja, die habe ich schon eingefangen. Ich glaube, 3 Stück habe ich jetzt. Okay. Aua, 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 aua. Ich sollte auch mal Luft holen gehen. Ich habe einen Kugelfisch. Juhu. Also ich habe jetzt keine Eimer mehr. Du hast keine Eimer mehr. Nein. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hast du schon was in die Truhe gemacht an Fischen? Nein. Ja, dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Fische. Okay. Aber ich kann nicht weiter fischen. Ich würde sagen, wir warten. Oh, da ist ein Schwarz-Weißer. Der war doch jetzt schwarz-weiß, oder? Hat es jetzt an den Augen geschmissen. Ich hatte vorhin so einen grauen kleinen, so grau-grün oder was das war. Ja, der ist schwarz-gelb. Warte mal. Schwupp. Ja, ich hab noch Eimer. Warte mal, ich komme mal zu dir. So. Anemonenfisch. Anemonenfisch, Anemonenfisch. Zuckerwatte, Zuckerwatte, Königin, Königin, Anemone, Königin, Meerbarbe, Anemone, Anemone, Gelbschwanz, Papagei, Clownfisch und ein Kugelfisch. Ich habe hier noch Eimer. 1, 2, 3, 4. So, dann habe ich noch 3 für mich. So. Wollen wir schlafen gehen? Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Moment, ich muss erstmal da hin. Ja, dann sammeln wir das gerade mit Papa ein. Da schwebt einiges an hier. Oh,
mal, das wird bestimmt schön, das Schildkrötenbecken. Ja, wird's bestimmt. Richtig geil. Ja, haben wir alles. Mhm. Also wenn ein bisschen Eisen haben wir noch, wenn wir eventuell noch Fische fangen wollen. Aber ich finde, das reicht eigentlich. Wie viele Fische haben wir denn? Ja, komm, wir machen die Eimer jetzt noch voll, die wir haben. Ich habe okay. noch drei reicht Stück. Ja, ich habe noch vier. Lander, blau, gelb, man hat zu viel. Yay, das macht Spaß. Hey, die Kugelfische sind so lustig. Was seid ihr denn für welche? Okay. Was ist passiert? Ich hab mich nur erschrocken, alles. Aua, 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 aua. Ich werd angegriffen hier von den fetten Kugelfische. Ich höre einen Zombie. Ist er im Ernst ja, jetzt? Ne, davon dir habe ich schon. Von dir habe ich schon jede Menge. Vielleicht irgendwas Buntes noch wäre vielleicht nicht schlecht. Ach komm, ich nehme noch so einen Clownfisch mit. Ja, ich habe auch alle vier voll. So, zack. Ob es schlüpft, war er einiges an, wenn man noch umsammeln kann. Ja, mach ich gerade. Oh, ich bin an. Trinke. Ich hoffe, wir haben alle genug Platz dafür. Weil wir können ja jetzt eh porten. Also. Naja, man kann ja zurückporten jetzt, ja. Small, breathe me in and
Oh, was fehlt mir jetzt noch an Farbe? Ist alles da. Vor allem an die Blöcke, was... Ne, es ist alles da. Und noch relativ wenig ist. Ach so. Blau. Blau haben wir nur 25. Und Gelb haben wir auch nur 19. Mhm. Na, Gelb habe ich noch ein paar Innenstecke. Hier sind halt jede Menge rote. Witzige ist, wenn ich diese Seegurken abmache, das hört sich an wie so Schleim, ne? Ja. Wie so ein Schleim, ja. Ja, ein paar blaue und ein paar gelbe vielleicht noch von der Seite. Denn die lilane Pötsch oder rosane sind auch nicht so viel do. Gelbe und ein paar blaue fehlen noch. Ja, es reicht aber eigentlich. Ich meine, so groß ist unsere Kugel jetzt auch nicht. Wieso, du hast du deinen Helm nicht auf? Doch, schon, aber da reicht schon am Anfang, da hast du kleiner, wo wir Zeit hatten, dann. Alter, baut die relativ langsam ab, hast du nicht die volle Speed. Ja, ich tauche ja schon auf. Aber ich glaube, es reicht. Wenn noch was braucht, kommen wir nochmal daher. Ja, eben, wenn was fehlt, kann man ja immer wieder hier hinkommen. So, das haben wir jetzt alles gesammelt. Ich hab auch noch. Und jede Menge Fische. Ja, es sollte doch reichen. Locker. Ah, von den großen Hirnkoralle haben wir gar nicht so viele. Von diesen. Jo. Von diesen größeren. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Boah, voll die Gurkenarmada hier, ey. Ja, wer nimmt was jetzt mit? Also ich habe jetzt einfach irgendwas eingepackt. Ich nehme Armschub, ich habe noch einen Teil von der Koralle mit. Und dann der tote Koralle kann da bleiben. So, ich bin voll. Okay, und ich habe den Rest. Gut, dann Wegepunkt habe ich, kann man haben. Ich habe auch Wegepunkt. Nimm das Bootchen noch mit, genau. Glasding, lol.
Gut, dann können wir mal heim. Wer hat Glasding als Wegepunkt? Keine Ahnung, wer das ist, aber hier ist Glasding eingespeichert. War bestimmt Andy. Ja, sie hat aber auch dann Messer geschrieben anstatt Mesa. Habe ich ja auch Messer geschrieben. Anstatt Mesa. Haben wir noch Truhen? Weil ich brauche Truhe. Bringst du Truhe mit? Soll man noch welche haben? Ja. Wie wir am Holzminimum leben, ey. Ja, ich habe schon gesagt, dass wir auch auf Holz farmen müssen. Weil wir so ganz wenig Holz nur noch haben. Ja, ich kann aber nichts mitbringen, irgendwie an Holz, weil ich bin voll. Okay, warte dann. Dann gehe ich. Wegebung, yum yum, Haus. In die Mine eher, weil hier oben ist nichts. Ach, hier Holz, nichts, alles ohne. Hier waren aber fertige Truhen. Das weiß ich. Hat wahrscheinlich eng einer rausgekramt. Irgendwo waren hier fertige Truhen. Mist, wo seid ihr? Truhen! Helm doch raus, komm mal Helena. Gib mir mein normaler Helm doch an, dann zwei Dinger. So. Hä? Ja, als ob. Die scheiß Knarzerei. Oh Mann. Nein, das ist nicht meine Truhe. Achso, da kann ich auch direkt mal den Helm wieder wieder reinmachen, weil das ist nicht meiner. So. Danke fürs Ausleihen. ja, okay, das gibt's doch nicht. Dass ihr hier keine. Dass ihr. Egal, ich spring jetzt in die Kuppel. Nicht in die Kuppel, sondern. Ich hab nur Wegepunkte in der Kuppel. Ich hab jede Menge Holzblöcke mit Stämme. Aber ich kann nichts Ich dachte, du hast keinen Platz mehr. Ich hab den Helm ausgezogen und hab das Boot ausgepackt. Da hab ich zwei Plätze frei. Jetzt hab ich nur noch einen Platz frei. Ich weiß, dass wir fertige. Truhen da. Kann Sinn, dass wir die im Netter mit heute. Nein, ich habe hier fertige Truhen. Okay. Aber gesagt, ich habe fertige Truhen gesehen. Wegepunkt, Kuppel. Ab. Zack. Also, oh. Nein, nicht Kuppel noch. So. Weil. Oh, es ist schon wieder dunkel. So. Machen wir hier. Fischi, 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 Fischi. Fisch, 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 Fisch. Korallen habe ich gar keine. Oh, ganze Fische. Da unten ist eine Truhe mit rotem Sand. Ja, gut. Fisch, Fisch, Fische, Fische. Fische, Fische. So, und dann ist auch die Folge gleich schon wieder rum. Ich würde sagen, in der nächsten Folge fangen wir an, hier die Kuppel fertig zu machen. Mhm. 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 Und dann gucken wir mal. Als erstes muss hier Sand und ein bisschen Kies vielleicht. Und dann machen wir. Hier ist eins Röhrli. Eins Löhrli, ja. Entschuldigung, ich habe noch Pudding im Mund. Eins Löhrli. Der ja immer am Mampfen ist. Wieso habe ich jetzt hier Partikel? Was soll das? Partikel? Ja, um mich herum fliegen Partikel.
Wahrscheinlich wegen dem Herz des Meeres, wenn du im Wasser bist. Ah, ja. Ja, gibt Sinn. So, ich hab da noch ein bisschen roter Sand hingepackt. Okay, gut, ja, dann fangen wir nächste Folge an. Yay! Und Speedy kann die Kuppel anfangen zuzumachen. Ja, brauchen wir wahrscheinlich erst mal Glas, Marie, jede Menge. Während wir hier anfangen zu dekorieren. Yeah. Ja, muss man echt gucken, dass wir Glas da oben hier. Ist doch oben, habe ich doch schon durchgejackert, jede Menge. Gut, weil einiges haben wir hier für die Farben verballert. Du lässt schwere eine am Joghurtlöffel. Ja, hast du doch gerade gesagt, ich habe Pudding im Mund. Ja, Schatjo, das ist ja nichts Neues, die ist ständig am Mampfen. Marie. Ja, gut, dann bis. Dann verabschiede ich mich hiermit. So, machen wir mal so. So. Dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.